Schöner Fisch. Ja, hier liegt er nun. Schöner Rhonwels. So eine meiner Lieblingsmontagen. Dem Neandertaler Reck. Warum Neandertaler Reck? Ganz einfach. Diese Grundmontage wird am Grund mit einer Reißleine am großen Stein fixiert. Dazu benötigen wir wiederum eine Hakenmontage. Ich nutze hier wieder einen 12-0er Haken, kommt natürlich auf die Köderfischgröße drauf an. Diesmal nur ein Einzelhaken. Wird genauso gebunden wie der vorherige. Einmal von vorne durch die Öse führen. Schnur am Hakenschenkel entlang führen. Zwischen Daumen und Zeigefinger das Auge halten und 11-mal rumwickeln. 2, 3. Und zurück durchs Auge. Drum zusammenziehen. Überstehende Schnur abschneiden. Wo ist das Feuerzeug? Da kommt das Feuerzeug geflogen. Einmal abbrennt wieder, jawohl. Nun kommt es darauf an, wie hoch wir den Köderfisch anbieten wollen. Ich habe hier ganz gut gefangen, ca. 2 Meter Länge. Also ziehen wir 2 Meter von der Vorfischspule ab. Und nun ziehen wir einen Connector auf die Schnur. Oder Piloten. Einfach ein Auftreiber, der kurz hinter dem Köderfisch fixiert wird. Dazu nutzen wir auch wieder unsere Stopper mit dem Wettkampfgummi. Ca. 15 cm hinter den Haken. Befestigen wir den ersten Stopper. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder den ganz normalen Doppelknoten. Überstehende Schnur abschneiden. Nummer 1. Nummer 2.
hinter den Piloten führen. Der eine Stoff hat sich schon ein bisschen reingezogen, ist aber wunderbar, umso fester sitzt die ganze Geschichte. So. Dieses Ende knoten wir wieder an einen unser Wirbel mit dem üblichen Knoten. Zweimal durchziehen. Großes Auge. 1, 2, 3, 4. Fünfmal ist besser. Feucht machen. Und schön fest zusammenziehen. Ende abbrennen. Na Carsten, wieder ein Karpfen? Ach du Schande, du. 110. So. Hakenmontage ist fertig mit dem Piloten. Diese Geschichte knoten wir einfach an die Hauptschnur. Zweimal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Und zusammenziehen. So, nun müssen wir auf die Schnur noch diesen Connector ziehen. Das ist ganz klasse geregelt. Man macht nur eine kleine Schlaufe. Führt ihr hier diesen Schlitz durch diese Schlaufe von dem ersten Haken in diesem Connector. Hier die zweite Schlaufe durch. Schon sitzt dieser Connector sauber auf der Schnur. Hier dran wird nachher eine 30er Monofile Abreißleine befestigt, eine kleine kurze Schlaufe, und diese Schlaufe wird wiederum an einem Stein befestigt, der dann abgelassen wird. Jetzt wollen wir das Neandertaler-Rig rausbringen. Carsten filmt das alles vom Ufer aus. Das ist ein bisschen eng alles an Bord. Einer muss hier auch bei der Route bleiben am Ufer und die dann dementsprechend absenken, wenn ich den Stein mit dem Köderfisch ins Wasser ablasse. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Das ist so ein kleines Fitzelchen von der Mülltüte. Das stecke ich immer noch über den Haken. Wenn dieser durch den Köderfisch geführt worden ist, stecke ich das auf dieser anderen Seite nochmal über den Haken. Das verhindert, dass der Haken aus dem Köderfisch wieder rausrutscht. Einfache, gute Geschichte. Okay, wie gesagt, Neandertaler-Rig. Ich klinke jetzt hier in diesen Connector den Stein ein mit der kleinen Abreißschlaufe. So, die Route befindet sich am Ufer, Carsten hält sie. Und ich werde jetzt rausfahren, circa in diese Richtung, 50, 60 Meter, und werde dann diese ganze Geschichte absenken. Okay, jetzt sind wir wieder am Ufer,
Ich straffe die Schnur hier ein bisschen nach, damit das schön in der Strömung alles liegt. Ganz einfach zwei Bankstings, vorne Bissanzeiger. Und hier, passend zum Neandertaler Rig, nochmal so eine kleine Sicherung, damit beim Anbiss die Hude uns nicht abhanden kommt. Dann stecke ich das nochmal so rein, ist das alles schön fest. Bremse ein bisschen einstellen. Fertig ist die Geschichte. Und ein Riesenvorteil sind diese Unterhand-Multirollen, sowie als auch fürs Bojenfischen oder auch fürs Grundfischen.